Für den Playboy lässt Laura Müller im Januar 2020 die letzten Hüllen fallen. Spätestens wer einen Blick auf die sexy Bilder der 19-Jährigen wirft, der versteht, warum Michael Wendler seiner blutjungen Freundin verfallen ist. Statt Beauty Doc setzt die brünette Schönheit lieber auf ihre natürlichen Kurven. Schnelles Auto, scharfe Frau, was will man mehr? Wenn Laura Müller sich im knappen Ledermanier und mit Heels auf dem Beifahrersitz des Cabriolets räkelt, fällt es wohl jedem Fahrer schwer, sich zu bremsen. Mit ihren 19 Jahren ist die brünette Schönheit mittlerweile volljährig und darf auch selber mal ans Steuer. Wow, beim Anblick von Laura Müllers sexy Kurven bleibt fast die Zeit stehen. Umso erstaunlicher, dass sich die 19-Jährige noch nie im Rahmen einer Schönheits-OP unters Messer gelegt hat, wie sie persönlich mehrfach beteuert hat. Ob ihre schmale Nase, der Schmollmund oder die prallen Brüste, alles an Laura Müller ist 100% Natur. Mit ihrem Schatzi Michael Wendler reist Laura Müller seit ihrem Schulabbruch durch die Weltgeschichte. Aus einem Hotelzimmer in München wünscht die 19-jährige Influencerin ihren Anhängern im schwarzen Jungzuite eine gute Nacht. Ihr tief ausgeschnittenes Dekolleté beschert sicherlich einigen Followern auf Instagram süße Träume. Mit zwei heißen Reifen unter ihrem Knackpo erobert Laura Müller die sonnendurchfluteten Straßen von Fort Myers. Gemeinsam mit ihrem 28 Jahre älteren Freund Michael Wendler lebt die ehemalige Schülerin seit 2019 in Florida und genießt den amerikanischen Traum in vollen Zügen. In abgeschnittener Jeans, Hotpants und Cowboystiefeln ist die brünette Auswandererin eine echte Augenweide. Wenn ihr Freund Michael Wendler Laura zum Essen ausführt, dann wirft sich die Schönheit gern für ihren Schatzi in Schale. Im sexy Jumpsuit mit tiefem Dekolleté wickelt Laura Müller sicherlich nicht nur ihren Partner, sondern auch die Kellner um den Finger. Selbst bei einem alltäglichen Spaziergang durch die Straßen von Miami zeigt sich Laura Müller gern im sexy Spitzenoutfit. Statt High Heels trägt die Brünette diesmal lieber flache Sandalen, doch ihre Beine können sich trotzdem sehen lassen. Gerade noch verbot Schlagersänger Michael Wendler seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller die Teilnahme am Dschungelcamp 2020. Doch schon kurze Zeit später lässt die 19-Jährige die Hüllen für den Playboy fallen. In der Januar-Ausgabe des renommierten Menge-Magazins beweist Laura Müller, dass nackte Natürlichkeit noch immer die schärfste Waffe ist, pünktlich. Zum Startschuss von Ich bin ein Star holt mich hier raus am 10. Januar 2020 bringt Laura Müller die Promi-Gerüchteküche zum Brodeln. Trotzdem die hübsche Brünette RTL erst kürzlich eine Absage für das Dschungelcamp erteilte, zieht sich Laura Müller fast zeitgleich nackt für den Playboy aus. Üblicherweise lichtet das Erotikmagazin in der Januar-Ausgabe eine Kandidatin der Reality-TV-Show ab, doch diesmal hat die Wendler-Freundin den begehrten Schauplatz ergattert. Zeitgleich geht Wendler 6 Claudia Norberg, die sich tapfer durch den australischen Busch kämpfen muss, leider leer aus. Doch nicht nur im Playboy, sondern auch auf ihrem Instagram-Account lässt Laura Müller gern tief blicken. Ihre über 235.000 Follower können sich regelmäßig über innige Pärchenbilder, freizügige Outfits oder tiefe Ausschnitte freuen.
Mit ihren blutjungen 19 Jahren weiß Laura Müller ihre erotischen Kurven bereits gekonnt in Szene zu setzen. Dabei brauchte die blutjunge Freundin vom Wendler nicht einmal Hilfe vom Beauty-Doc, denn die Brünette ist eine echte Naturschönheit. Nicht nur Laura Müller, sondern auch Vampire Diaries-Star Nina Dobrev zeigt gern ihre jugendliche Schönheit nackt. Elena Miris nackt, so sexy sind die Kurven der Love Island Schönheit. Sonja Kirchberger nackt, so erotisch ist das Playboy-Model mit 50. Anastasia Avilova nackt, die schärfsten Bilder des Erotik-Models. Laura Müller packt aus, so ist der Sex mit Michael Wendler wirklich.